meine ganzen Schminkhilfen hier mache ich mal raus. Weil was so gar nicht geht, ist Schminken mit offenen Haaren, wenn einem ständig alles irgendwie im Gesicht hängt. So, wie gesagt, gestern hatte ich ja diesen wunderschönen düdeligen Zopf. Das ist jetzt das Ergebnis quasi hier, diese, ich sag mal, Löwenmähne mit Locken. Also wie ich das gestern gemacht habe, das war einfach hier so einen kleinen Scheitel. Nochmal kurz für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Hier so eingedreht. 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 Ist halt voll die schlampige Frisur. Finde ich aber, sieht jetzt nicht so schlampig aus. Also wie gesagt, ich mag nicht so dieses super toll gestylte und hier abtrennen und da föhnen und kämmen und und so, falls nicht so. Okay, stehe ich halt nicht so drauf. Und von daher schnell einfach und dann irgendwie hier so zack. So. Das war das Ganze von gestern. So sah das aus. Ein bisschen auseinanderzuppeln, so schnell geht das. Und zwar dann quasi so. So, so sah das gestern aus. Oder zumindest noch ein bisschen anständiger, weil da waren die Haare. Oh! Da waren die Haare noch nass. Und ja, wie gesagt, ich bin mit den Haaren gestern so rumgelaufen, ins Bett gegangen. Und als ich halt gestern Nacht aufgemacht habe, waren sie halt noch ein bisschen nass. So, dann ist das halt luftgetrocknet gewesen. Ich habe gestern nur Glisten reingemacht. Ist so ein Friseurprodukt für Locken und Wellen. Heute habe ich noch gar nichts gemacht. Ehrlich gesagt, ich war noch nicht mal unter der Bürste. Das ist quasi so das, was dabei rauskommt. Lockig, wellig, glatt und so weiter. Jetzt wollte ich eigentlich eine schöne glatte Haarfrisur machen, aber ich finde das Ganze jetzt so wild. Wie gesagt, also hier auch nochmal ist so eine Mischung aus wellig, lockig, glatt und allem anderen. So, aufgrund dessen ein absolutes super Stück. Kann man da sehen? Haarwachs. Und zwar mit Kokosduft von, ja, auf jeden Fall vom Friseur. Habe ich mir mal gegönnt. Aber es ist, wie gesagt, auch schon uralt und von daher kann man auch hier gar nicht mehr so sehen, wo das her ist. Auf jeden Fall ist es total toll. So. So sieht das aus. Und wer jetzt riechen könnte, der würde jetzt diesen absolut genialen Kokosduft riechen. So, dann machen wir mal schnell ein Ringchen ab. Übrigens habe ich mir heute Morgen schon wieder die Fingernägel gemacht. Einfach nochmal ein bisschen ausgebessert. So, dann geht das los. So, drei Fingerchen. Ein bisschen. So, und dann einfach so ein bisschen. So, und da wird es nämlich schon wieder glatt. Also wie gesagt, ist es nicht alles Gold, was glänzt. Ich mache jetzt einfach erstmal überall so ein bisschen Haarwachs rein. Dann überlege ich mir mal spontan. Man könnte jetzt so tun. Und das Ganze so schön hochstecken, aber das wäre zu einfach. So, machen wir das jetzt mal schnell. So, da das jetzt alles so wild liegt, machen wir einfach nur ein bisschen in die Spitzen. Diesen Zuppeltrick habe ich übrigens mal mir beim Friseur abgeguckt. Kommen wirklich nur die Spitzen, die werden halt so richtig unten rausgezogen. Okay. So, spiegeln, spiegeln. Ein bisschen Knie. So, dann kommen hier vorne meine vorhandenen Ponyspitzen. So.
So würde ich jetzt eigentlich rausgehen. Jetzt wollte ich voll die tolle Frisur zaubern, aber irgendwie finde ich das jetzt auch so schon ganz frisurenhaft. Oder? Ja, ne? Gut. Dann machen wir halt die Tage mal was Anspruchsvolleres, als einfach nur was reinknieten. Ja, das war's. Ich bin gewachst. So, und ich mache halt demnächst mal es gibt mehr. Wie gesagt, ich mache eigentlich, bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, so, wir können hier noch mal so ein bisschen Text vergessen. Gut. Wo wir mal dabei sind. Also ich bin ja kreativ und ich bin auch spontan. Von daher könnt ihr mir einfach mal als Kommentar dazu schreiben, was ihr denn gerne mal an mir sehen möchtet. Also quasi haartechnisch oder schminktechnisch. Weil ich stehe morgens auf, suche mir was zum Anziehen raus und aufgrund der Klamottenfarbe stimme ich dann halt das Make-up ab. Und dementsprechend, ich habe glaube ich so ziemlich alles an Klamottenfarben. Von daher sagt mir eine Farbe, sagt mir eine Frisur, seid da kreativ und sagt mir einfach mal, was ich für euch Wildes machen soll. Und dementsprechend werde ich mich dann bunt und lockig und glatt. Also ich habe Glätteisen, ich habe einen Föhn, ich habe einen Lockenstab, ich habe so einen Curlstab, ich habe glaube ich so ziemlich alles. Ich habe Lockenwickler. Seid da kreativ, sagt mir einfach, was würdet ihr gerne mal sehen. Wenn ihr vielleicht auch so Problemhaare habt, so eine Mischung aus lockig, glatt, wellig und kunterbunt, ja. Wer damit leben muss, der wird halt kreativ und dementsprechend vielleicht kann ich dem einen oder anderen ein bisschen von die Welt des lustigen Haares zeigen. So, dementsprechend Kommentare schreiben, da unten. Und dann bis zum kreativen nächsten Mal. Tschüss!